Moin Moin Seacross-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seacross-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships, und heute gibt es ein bisschen Info, und zwar zu den neuen Trägern. Das hier soll jetzt eine Sonderausgabe sein zu den Flugzeugträgern, und es wird wahrscheinlich drei Teile geben. Und im ersten Teil wollen wir uns um das Gameplay kümmern. World of Warships hat ja auf ihrem Portal einen großen Artikel herausgebracht, wie die Träger zu steuern sind, weil, wo die Unterschiede liegen sozusagen. Alles nochmal herausgearbeitet, Flugzeugsteuerung, Flugzeugträgerdeck, Steuerung von Flugzeugträgern, wie funktioniert die Flugabwehr bei Schiffen, die jetzt ja quasi überarbeitet wird. Das geht ja fast ein bisschen unter, dass jetzt zwar die Träger überarbeitet werden, aber natürlich auch gleichzeitig die Flaggsteuerung und das ganze Flag-Damage-System wird jetzt quasi überarbeitet. Ich habe euch links einfach mal so ein bisschen für die Abwechslung ein Video eingeblendet, sodass ihr sehen könnt, wie das aktuelle Gameplay auf der dritten Test-Server-Runde so läuft. Und ja, lasst uns direkt anfangen. Für alle, die sich mit den Trägern noch gar nicht beschäftigt haben, habe ich mir so ein bisschen die Mühe gemacht und habe das hier so ein bisschen ausgearbeitet. Also, wollen wir hier mal so runterscrollen. Das hier ist eure neue Perspektive im Spiel. So werdet ihr in Zukunft eure Staffeln sehen. Ihr seht es jetzt gleich auch schon auf der linken Seite. Gleich starten meine Staffeln da und dann seht ihr, wie das in Zukunft aussehen wird. Da sind sie in der Luft. Gut, und wie wählt ihr diese Flugzeuge denn aus? Ihr habt in Zukunft drei verschiedene Flugzeugtypen an Bord eines Flugzeugträgers. Nämlich Schlachtflugzeuge, Torpedobomber und Sturzkampfbomber. Staffel 1, also das ist dann die Auswahl 1, 2 oder 3. Mit einmal raufklicken wählt man diese Staffel vor und mit einem zweiten Mal raufdrücken bestätigt man, dass man diese Staffel auswählen möchte, und dann starten die quasi nacheinander weg. Wenn man sich dann doch verklickt hat oder unterwegs ist mit den Fliegern und man möchte, dass diese Flugzeuge wieder ganz schnell zurück zum Flugzeugträger fliegen, dann drückt man einfach die Taste F. Hat man ein Ziel entdeckt, wie jetzt zum Beispiel hier das Schiff, dann sagt man, okay, ich drücke die linke Maustaste, also so, als ob man Geschütze bei einem Kreuzer oder Zerstörer abfeuern möchte oder eben Torpedos oder wie auch immer, drückt einmal die linke Maustaste und dann landet man in so einem sogenannten Angriffsmodus sozusagen. Das ist erst alles ein bisschen grau, ausgegraut oder beziehungsweise gelb, dann startet so ein Countdown, in der Zeit bereiten sich die Piloten vor und dann nach einer ganz geringen Zeit wird das alles grün und man startet seinen Anflug, zum Beispiel bei den Torpedobombern. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Nächster Punkt ist, wie werden diese Staffeln eigentlich gesteuert? Ihr habt die grundlegende Steuerung ist Tastatur und Maus. Nachdem ihr eure Staffel ausgewählt habt und sie gestartet ist, könnt ihr sie steuern mit AD, also A für eine harte Linkskurve, D für eine harte Rechtskurve, also das ist eher die grobe Steuerung. Dann habt ihr die Maus und die macht weiche und langsame Korrekturen. Gerade besonders interessant, wenn man auf Anflügen auf einem Schiff ist, weil harte Korrekturen die Genauigkeit des Abwurfs doll verändern, während die Mauskorrekturen doch recht gering sind und somit die Streuung auch deutlich geringer bleibt. Jetzt gibt es dann noch die Taste W und S. W ist die Taste für sozusagen, ich hau ein Turbo rein und die Propellerverstellung sorgt dann dafür, dass ich quasi schneller fliege, also ich überlaste den Motor für kurze Zeit. Oder ich drücke die Taste S und die Propellerverstellung sorgt dafür, dass ich mehr Widerstand habe und somit langsamer fliege und damit meinen Anflug langsamer gestalten kann, um vielleicht mehr Zeit zu haben, richtig zu zielen. Und diese Boost-Anzeige, so nennt sich die ganze Geschichte nämlich, die habt ihr in jedem Flugzeug hier links eingeblendet. Die ist am Anfang voll und jedes Mal, wenn ich W oder S drücke oder solange ich es gedrückt halte, sinkt diese Anzeige. Wenn sie dann auf 0 gesunken ist, könnt ihr sie eben nicht mehr verwenden oder ihr benutzt das Verbrauchsmaterial Motorkühlung und damit wird dieser Balken sofort wieder aufgeladen. Ihr bekommt aber auch einen ständigen Zurückfluss sozusagen. In dem Moment, wo ihr normal wieder fliegt, lädt der Balken sich ganz langsam wieder auf, ja, bis er dann wieder voll ist. Ist so ähnlich wie beim Nebelhorn. Wenn man es längere Zeit nicht benutzt, lädt sich das eben ganz langsam wieder auf. Und das ist schon mal das Allergrundlegendste, wie ihr eure Flugzeuge in Zukunft eben steuern könnt. Ja, jetzt habe ich hier eine E-Mail bekommen, die ignorieren wir einfach mal. Ja, und
Wie gesagt, wenn ihr keine Ziele mehr habt oder zu wenig Flugzeuge und ihr damit einfach nicht mehr riskieren wollt, anzugreifen oder wie auch immer, dann drückt ihr einfach die Taste F und die Flieger fliegen in großer Höhe zurück zum Flugzeugträger. Das heißt, sie sind da nicht erreichbar für Flak oder nur sehr wenig erreichbar für Flak. Gerade am Anfang steigen sie ja noch, aber wenn sie nachher auf Reiseflughöhe sind, decken sie weder Schiffe auf, noch Torpedos auf, noch können sie angegriffen werden. Und sie nehmen immer die kürzeste Route und ja, das ist halt das, was man vielleicht noch wissen sollte. Gut, dann geht's in den Angriffsmodus. Wir hatten ja schon gesagt, jetzt habe ich hier glatt vergessen, euch die ganze Sache ein bisschen einzublenden. Gehen wir gleich in den Angriffsmodus über. Wir hatten euch ja gesagt, ihr müsst jetzt die linke Maustaste einmal klicken und dann lösen sich Flugzeuge. Und zwar aus dem Geschwader. Angenommen, euer Geschwader beträgt 12 Flugzeuge. Das startet, wenn ihr euch für zum Beispiel Torpedobomber entscheidet. Dann starten 12 Flugzeuge und jetzt habt ihr ein Ziel vor euch und sagt, okay, alles klar, den möchte ich jetzt angreifen. Dann klickt ihr einmal auf die Maustaste und dann lösen sich 3 Flugzeuge von den 12 und gehen in Angriffsformation über. Und ihr seht jetzt hier in dem Video oder in dem Foto natürlich das richtig nochmal schön. Nebenbei könnt ihr das ja oben immer schon so sehen, wie ich es da in einem der Botkämpfe gemacht habe. Auf jeden Fall lösen sie es dann und dann gibt es ein Overlay sozusagen, das dann anzeigt. Ja? Da gehen wir, wie gesagt, gleich nochmal drauf ein, wie das alles aussieht. Hier die schwarzen Rauchwolken, da kann ich euch jetzt schon mal einen Tipp geben. Die sind nicht gut für eure Flugzeuge, von daher solltet ihr da versuchen, die Dinger zu vermeiden. Was passiert jetzt mit den restlichen Flugzeugen? Wir sind jetzt davon ausgegangen, ihr startet eine Staffel, die 12 Flugzeuge hat und ihr könnt ja nur 3 benutzen für den Angriff. Es wird jetzt dann wie folgt ausgehen. Diese 9 Flugzeuge fliegen quasi mit ein bisschen Abstand hinter euch her, ja, und ihr greift nur mit diesen 3 Flugzeugen an. Die Torpedos sind im Wasser und die Flugzeuge, die keine Bewaffnung mehr haben, fliegen auf dem direkten Weg zum Flugzeugträger und ihr könnt danach die Kontrolle wieder über diese restlichen 9 Flugzeuge übernehmen und damit das gleiche oder andere Ziele wieder angreifen. Gut, dann haben wir den Angriffsmodus jetzt hier einmal ganz kurz schon abgefrühstückt. Und jetzt kommen wir zum Flugzeugträgerdeck, denn auch da hat sich eine ganze Menge verändert. Ihr habt jetzt erstmal unendlich viele Flugzeuge. Das hört sich erstmal total toll an, aber es gibt da doch schon ein paar Unterschiede, denn Flugzeugstaffeln haben jetzt eine unterschiedliche Größe und sie werden halt auch unterschiedlich schnell wieder bereitgestellt. Ich mache das Foto hier mal größer und hier kann man schon sehen, dass es hier Countdowns gibt. Hier ganz rechts, das sind jetzt zum Beispiel AP-Bomber, da stehen verschiedene Zahlen. Also ist jetzt die Taste 3, wenn man die zweimal drückt, würde dieses Flugzeug starten. Ja, oder würden diese Flugzeuge starten. Die Staffel wird aus 12 Flugzeugen bestehen, wenn sie startet. Und ihr habt an Deck parat 18 von 18 Flugzeugen. Das heißt, eure Staffel wäre voll ausgestattet und ihr hättet danach noch eine Reserve von 6 Flugzeugen an Deck, die quasi parat stehen für den nächsten Angriff, wenn ihr denn dann mit 6 oder mehr Flugzeugen starten wollt. Hier daneben kann man sehen, hier wurde schon ein Angriff wahrscheinlich mit Torpedobombern vor kurzer Zeit gemacht und jetzt sind zurzeit nur 2 Flugzeuge für diese Staffel, also wenn ihr jetzt 2 drückt, die Taste 2 mal 2 drückt, dann würden nur 2 Flugzeuge starten und die nächsten Flugzeuge werden es in 1 Minute und 2 Sekunden an Deck geschoben. Allerdings auch nicht die komplette Staffel, sondern die werden sich peu à peu also wieder aufarbeiten und immer wieder neue Flugzeuge aus dem Hangar generieren. Und ganz links könnt ihr sehen, dass da der Countdown bei 13 Sekunden steht. Aber das sind schon Flugzeuge, die über die 12 hinaus sind sozusagen. Die Staffel besteht bei den Raketenflugzeugen aus 12. Aber angenommen, wir haben jetzt 13 an Deck, dann gibt es in 13 Sekunden das 14. Flugzeug, was an Deck geschoben wird. Ja, so entwickelt sich das halt immer weiter. Und irgendwann ist es dann wieder so voll wie hier, wenn ihr nicht wieder zwischendurch schon wieder Flieger gestartet habt und ja, die dann geschrottet habt oder wie auch immer. Ja, was wie gesagt nicht passieren kann, ist, dass ihr out of planes geht, also dass ihr quasi keine Flugzeuge mehr habt, das kann nicht passieren. Ihr könnt Staffeln übrigens auch starten, wenn ihr nur 4 von möglichen 12 Flugzeugen habt. Dann sind die Staffeln eben nicht voll aufgerüstet und ihr habt natürlich auch nicht mehr die volle Angriffsstärke und könnt damit auch nicht mehr so viel machen. Aber in manchen Situationen kann es möglicherweise sinnvoll sein, auch mit 2 Flugzeugen einfach durch die Gegend zu fliegen. Wir müssen halt darauf achten, dass da nicht ein gegnerisches Flakfeuer
geratet. Aber ihr könnt zum Beispiel versuchen, für euer Team zu spotten. So, ganz wichtig bei der ganzen Geschichte hier gibt es Wargaming nochmal den Tipp. Gebt gut Acht auf eure Maschinen, denn umso weniger ihr verliert, desto schneller sind die neuen Staffeln natürlich komplett. Weil, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, die Flugzeuge, die keine Bewaffnung mehr haben, die fliegen natürlich zum Flugzeugträger hin, landen da, werden sofort wieder aufmunitioniert und sind natürlich wieder sofort parat. Nur diejenigen, die abgeschossen werden, die müssen ja von unten quasi vom Deck wieder nach oben geholt werden, als ja, Nachschub, wenn man dazu sagen möchte. So, jetzt kommen wir zu den verschiedenen Flugzeugtypen. Ich glaube, die Seiteneinblendung soll ich mir ein bisschen sparen, weil ich irgendwie immer so ein bisschen hinterherhänge. Also, die Flugzeugtypen, Schlachtflugzeuge, sehen dann so aus, ne? Ihr habt hier eine kreisrunde Overlay, ihr habt einmal mit der linken Maustaste gedrückt, dann erscheint dieses gelbe. Hier eine Cooldown, ja, wenn der bei 0 angekommen ist, dann wird's grün. Und ihr habt das Schiff, was ihr anzielt, hat sich natürlich weiter fortbewegt und ihr habt euch auf das Ziel weiter zubewegt. Und das ist das Entscheidende. In Zukunft spielt das Gefühl des Trägerpiloten eine ganz entscheidende Rolle. Ja, er muss vorausahnen, in welche Richtung wird sich das Schiff bewegen, wie schnell sind meine Flugzeuge, wann muss ich ungefähr klicken, damit meine Piloten auch rechtzeitig feuerbereit sind. Und wenn ihr dann richtig geklickt habt, dann sieht das ungefähr so aus, dass die Marke, der Vorhalter oder Zieleinrichtung direkt auf dem Schiff liegt. Und jetzt kommt der nächste Bonus. Denn umso länger ihr quasi den Countdown runterlaufen lasst, desto enger wird diese Anzeige, das Fadenkreuz. Das heißt, umso genauer wird der Schuss dieser, in dem Fall Raketenflugzeuge, also diese Schlachtflugzeuge. Und umso mehr Schaden machen die eben, ne? Und ihr könnt jetzt hier schon sehr gut sehen, was hier auch jetzt an Informationen auf euch einprasselt, wenn ihr dann mit Flugzeugen unterwegs sind. Hier seht ihr dann nochmal, was auf dem Träger gerade los ist. Da stehen 6 von 14 Flugzeuge, Schlachtflugzeuge. Es werden welche an Deck geschoben. Das seht ihr durch den grünen und den, also durch diesen Balken hier einfach, ne? Bei den Torpedobombern habt ihr 12 Flugzeuge an Deck des Flugzeugträgers. Und bei den Bombern habt ihr 14 von 14 Flugzeugen an Deck. Hier gibt es noch das weitere Verbrauchsmaterial, das ist dann der Jäger, gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Gut, und ja, so sieht es dann aus und ihr drückt dann einfach noch ein weiteres Mal rauf, um dann die Waffe zu starten und dann zu gucken, wie viel Schaden es da eben gibt. So, und hier haben wir das alles nochmal auf dem Zerstörer. Ja, wenn ihr ohne Auslösen des Klicks unterwegs seid, habt ihr so eine weiße Marke. Das heißt, das soll euch als grobe Vorhalteeinrichtung dienen. Dann klickt ihr einmal rauf, dann wandert sich das in so eine gelbe Marke und der Countdown fängt an runterzuzählen, bis ihr dann auch wirklich schießen könnt. Und in der Zeit gerade Zerstörer sind natürlich enorm schnell und wendig. Da müsst ihr dann schon sehr gut das Gefühl für entwickelt haben, damit ihr wisst, wie ihr da vorhalten müsst. Und am Ende sieht es dann wohl so aus, die Marke ist immer kleiner geworden. Ihr habt gesehen, ja, ihr habt hier schon eine ganze Menge an Zeit runterticken lassen. Und dann ist die Marke so klein, dass ja, jetzt abgedrückt werden kann. Die Raketen brauchen natürlich auch ihre Zeit, bis sie dann den Zerstörer, bis sie an dem Zielpunkt ankommen. Und in der Zeit bewegt sich der Zerstörer sich in diese Vorhaltemarke rein und wird dann relativ schwer getroffen. Das können auch locker mal 5.000, 6.000, 7.000 Schaden sein, die ihr da mit einer so einer Salve, die richtig gut platziert ist, ja, verursachen könnt. In anderen Fällen kann der Schaden auch geringer sein und teilweise auch viel geringer oder die Raketen gehen sogar ganz daneben. Ja, ihr habt bei Schlachtflugzeugen ja die Auswahl, ob ihr dann ja, wenige Raketen mit mehr Kampfkraft nehmt, also mehr Alpha-Damage oder viele kleine Raketen, die halt auch ein kleinere Alpha-Damage haben. So, und bei Sturzkampfbombern sieht das alles ein bisschen anders aus. Bei Schlachtflugzeugen habt ihr Kreise, also richtige ganz normale Kreise. Und Sturzkampfbomber haben eine Ellipse. Und hier seht ihr das wieder. Ihr seht, das Interface kommt immer wieder. Das verändert sich eigentlich nicht. Ihr drückt einmal mit der linken Maustaste rauf, dann wird das orange. Ihr bewegt euch quasi mit dem. Ihr nutzt die Zeit und bewegt euch weiter auf euer Ziel zu. Beginnt euren Anflug. Ja, und dann wird es grün. Und die Ellipse, die innen, hier ja noch ganz klein ist, die wird immer größer, immer größer, immer größer, bis sie dann auf diesen Kreis da wandert. Und die bewegen sich quasi, die beiden Ränder, wenn man so will, bewegen sich aufeinander zu. Der wird kleiner, das andere Ding wird größer. Und wenn das so platziert ist, ist das eigentlich der ziemlich optimale Abwurfpunkt, ja, weil ihr dann den maximalen Schaden eigentlich machen könnt. Optimaler wäre natürlich jetzt, wenn die Ellipse hier vorne noch ein Ticken mehr auf der Decke gedreht wäre. Der Anflugwinkel wäre dann besser. Aber so könnt ihr relativ gut Schaden auch mit HE-Granaten oder HE-Bomben machen. Und hier sieht man nochmal einen anderen Anflug. Hier dann auf ein Schlachtschiff.
gefunden und hier, wie es sich dann weiterentwickelt. Hier sieht man, dass das nicht ganz perfekt ausgerichtet ist. Eine Sekunde muss noch gewartet werden. Er hat noch 1,9 Sekunden, um die Waffe zu starten. Danach wird der Anflug abgebrochen. Also das Schiff wird sich da reinbewegen und dann hat man halt die Hoffnung, dass ein bisschen was dabei hängen bleibt. Und jetzt auch wieder eine ganz interessante Sache. Ihr könnt diese Raute, also oder diese ovale Geschichte, könnt ihr ein bisschen verschieben. Und zwar, indem ihr dann eben Motorboost oder Motorbremse benutzt. Ja, also wenn ihr merkt, ihr habt ein bisschen zu spät drauf gedrückt, dann drückt ihr einfach die Motorbremse und eure Flugzeuge bewegen sich nicht mehr so schnell und damit bleibt eure Bombe eher im Ziel. Oder ihr habt zu zeitig drauf gedrückt, dann einfach schnell den Turbo zünden und dann kommt ihr nochmal ein paar Meter vorwärts mit eurer Ellipse, bis ihr dann den Bogen komplett abgeflogen seid. Dann geht's weiter mit den Torpedobombern. Und bei den Torpedobombern gibt es auch wieder ganz wichtige Neuigkeiten. Denn auch da, wie gesagt, ihr startet die komplette Staffel, wählt euer Ziel aus, fliegt drauf zu, macht einmal Klick, entlösen sich die beiden Angriffsflugzeuge oder die drei Angriffsflugzeuge, je nachdem, wie welche Nation ihr dann steuert und sind dann auf dem Weg. Ihr seht, jetzt ist es wieder alles gelb, halbe Sekunde habt ihr noch Zeit und ihr bewegt euch weiter auf den Träger drauf zu. Hier sieht man aber schon mal zwei verschiedene Farben. Einmal eine hellere Farbe und einmal eine dunklere. Diese Marke ist nachher ganz entscheidend, weil wenn ein Schiff es schafft, die Distanz zwischen dem Abwurfpunkt und sich selbst so weit zu verringern, dass es quasi virtuell in dieser gekennzeichneten, schraffierten Fläche befindet, dann sind die Torpedos nicht scharf und die prallen einfach ab und euer Anflug war vergebens und ihr habt möglicherweise Flugzeuge umsonst verloren. Wir sehen das gleich nochmal in den nächsten Bildern. Wie gesagt, die lösen sich jetzt gerade und danach seid ihr dann im Anflug. Der Winkel wird auch, ihr seht es hier ganz breit, wird auch immer schmaler, umso länger ihr im Anflug seid, desto schmaler wird der Winkel und umso präziser euer Abwurf. So, jetzt habt ihr noch 8,7 Sekunden Zeit, eure Torpedos zu starten. Das kann man dann hier auch in der Mitte nochmal sehen. Und ja, dann geht es weiter drauf zu. In dem gelben Bereich darf der Träger sich nicht befinden und auch nicht während der Schwimmphase der Torpedos reinschwimmen. Erkennt man auch daran, dass die Torpedos eben einfach nur im Wasser sind und gar keine grafische Einblendung existiert. Und sobald die Torpedos scharf sind, sind eben diese bekannten Dreiecke auf den Torpedos. Und dann könnt ihr erkennen, alles klar, jetzt sind meine Torpedos scharf. Wenn sie jetzt ein Ziel treffen, dann machen sie den Schaden, der von den Torpedos eben vorgesehen ist. Hier kann man das nochmal sehen aus der japanischen Richtung. Und hier ist es dann halt ein bisschen enger vom Winkel her. Und hier kann man sehr gut sehen, dass man ganz knapp nach Möglichkeit einwerfen sollte. Ob der Torpedo wirklich trifft, mag ich jetzt zu bezweifeln, weil der Dampfer doch relativ schnell unterwegs ist und sich leicht einlenkt in diesen Winkel hinein. Wenn die Bomber die Bombe hätte einen Ticken vielleicht früher sogar abwerfen müssen, weil er jetzt den Weg quasi von hier bis in diesen schraffierten Bereich wahrscheinlich zurücklegen wird und damit die Torpedos überhaupt noch nicht scharf sind. Ja, das heißt, es wird auch gar nicht so einfach, mit den Torpedos richtig zu treffen. So, wie erkennt ihr denn, wenn ihr mit euren Staffeln unterwegs seid? So, Flugzeugeigenschaften, Flugabwehr. Flugzeugeigenschaften waren wir eben, das machen wir jetzt. Machen wir es so. Tut mir leid, da das ein bisschen durcheinander ist, aber es sind so viele Informationen, die ich euch hier versuche rüberzubringen, dass ich die Einblendung gerade so ein bisschen nebenbei liegen lasse. So, Flugzeugeigenschaften. Kommen wir dazu. Ihr habt ja unten immer Einblendung für eure Staffeln, also für euer Geschwader, was gestartet ist. Wenn alles gestartet ist, sind die Flugzeuge alle grün und die haben volle Trefferpunkte und somit ist das alles in Ordnung. Sobald das Flugzeug beschädigt wird oder beschossen wird, wird es ja automatisch zwangsläufig irgendwann beschädigt und dann werden diese Flugzeuge eben unterschiedlich gelb. Rote Flugzeuge sind dann total schwer beschädigt, das sieht man dann auch optisch, dass da eben Flammen rausspeien und solche ganzen Geschichten. Und schwarze Flugzeuge sind entweder Flugzeuge, die von der Flak abgeschossen wurden oder sich nicht mehr in eurer Staffel befinden, weil sie schon auf dem Weg zurück zum Träger sind. Und das ist eigentlich alles, was man groß dazu sagen kann. Dann gibt es natürlich die ganz wichtige Sache, wurde jetzt auch die Erkennbarkeitsmechanik für Flugzeuge überarbeitet. Nämlich, früher war das so nicht möglich, dass man quasi sich nicht erkennen konnte, wenn man hinter Gebirgen durch die Ecke fliegt. Und jetzt ist es so, dass man Gebirge für seinen taktischen Vorteil ausnutzen kann als Flugzeug.
also als Trägerpilot, dass man zum Beispiel Überraschungsangriffe startet, in dem Moment, wo das Flugzeug durch einen Kanal fährt oder in einen Kanal rein oder in eine Aussparung und ihr möglicherweise hinter den Bergen nur gewartet habt, dass da einer durchfährt und dann so einen richtig krassen Angriff da fliegt, das ist dann überraschend für ihn und ihr könnt möglicherweise sehr, sehr viel Schaden machen, indem ihr das eben ausnutzt. Außerdem wirken sich auch zukünftig dann das lokale Wetter- und Wirbelstürme auf diese Flugzeuge aus, in Sachen Sichtbarkeit, in Sachen Streuung. So, wenn ihr dann noch weitere Punkte wissen wollt zu euren Flugzeugen, dann drückt ihr einfach die Taste H, während ihr in den Flugzeugen sitzt und könnt dann weitere Flugzeugparameter einblenden, wie zum Beispiel einzelne Trefferpunkte, also eine ganzen Geschichten. So, und dann wird es nicht mehr möglich sein, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass Flugzeuge Torpedos entdecken. Ja, das heißt, auch Katapultflugzeuge, die von Schiffen gestartet werden, entdecken keine Torpedos mehr. Ich habe mir das eben nochmal extra bestätigen lassen. Die Information ist auch so von Wargaming, dass gar kein Flugzeug mehr Torpedos aufklären kann in Zukunft, sondern nur noch die Hydroakustik. Oder eben andere Schiffe, die an diesen Torpedos sehr nah dran vorbeigefahren sind. So, und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Flugabwehr. Flugabwehr von Schiffen. Die Flugabwehr wird grundlegend überarbeitet und ja, wird aber trotz alledem die Kernelemente behalten. Nämlich Kurzstrecke, Mittel- und Langstrecken-Flugabwehr-Lafetten, die dann die halt nach Kaliber unterteilt sind. Kurzstrecke ist bis 25 mm, Mittelstrecke dann von 25 bis 85 mm und Langstrecken-Flugabwehr ist dann halt immer oberhalb von 85 mm, also alles, was da so kommt. Und prinzipiell ist es so, dass ihr in Zukunft dann auch defensive Flakfeuer benutzen könnt. Ihr könnt die No-Fly-Zone, so nenne ich es jetzt einfach mal, benutzen. Ich gucke gerade mal, ob man das hier schon sehen konnte. Nee, konnte man nicht. Da gibt es nämlich dann einen Bereich, hier unten ist es, den ihr selber wählen könnt. Ihr drückt die Taste, hier steht O oder diese Welle. Bei mir ist es anders. Bei mir auf der Tastatur muss ich die Taste Ä drücken. Und dann konnte ich wählen zwischen 100% oder eben 150%. Also wenn ich jetzt hier auf die 100% draufdrücke, wird die Zone zu 150% und die da eben zu 50%. Wenn ich die andere Zone auf 150 haben will, dann drücke ich hier auf die 50 und da kommt dann die 100% drauf, dann habe ich 150. Wenn ich wieder an beiden Seiten die Taste, also 100% haben möchte, drücke ich einfach auf die 150 nochmal rauf und dann werden beide Seiten wieder mit 100% Flak verstärkt oder ausgeglichen. Das nennt sich sozusagen Sektorpriorität, die ihr als Kapitäne von Schlachtschiffen, Kreuzern oder Zerstörern in Zukunft auswählen könnt. Es dauert immer eine ganze Zeit, bis diese Setup sich geändert hat, also bis die ganzen Mannschaften von der rechten Seite zur linken Seite rübergerannt sind und andersrum. Ist nicht ganz 100% realistisch, glaube ich, weil in der Vergangenheit war ja da auch nicht plötzlich mehr Platz, um da noch mehr Flaks aufzubauen, sondern die hatten alle ihre festen Positionen. Aber es ist in dem Fall ja auch ein Stück weit ein Actionspiel und dazu soll es eben auch beitragen. Und das soll halt auch die Counterplay gegen Flugzeugträger ein bisschen spannender machen, das Interagieren sozusagen. Ich kann nämlich als Trägerpilot auch darauf hoffen oder antäuschen, dass ich euch von der anderen Seite anfliege und in Wirklichkeit mache ich dann einen Bogen und fliege auf die andere Seite. Oder lenke euch von einem Kameraden ab, der mit mir Träger zusammenfährt und ihr werdet von der anderen Seite angegriffen und ich halte euch einfach nur zum Narren. Das kann nämlich alles passieren. So, und dann ist ganz, ganz wichtig, die schwarzen Wolken, hatte ich euch schon mal gesagt, die schwarzen Wolken gilt zu vermeiden, denn diese machen sehr viel Schaden auf eurem Flugzeug, auf eurem Geschwader. Das kann also sehr schnell dazu führen, dass ihr massive Verluste an Flugzeugen habt. So, und dann kommen wir zu den Verbrauchsmaterialien. Jetzt bin ich auch wieder ein bisschen im Takt mit der Inhaltsanzeige sozusagen. Ihr habt verschiedene Verbrauchsmaterialien. Und zwar zum Beispiel habt ihr den Jäger als Verbrauchsmaterial, den ihr immer da absetzen könnt, wo ihr gerade mit eurer Flugzeugstaffel unterwegs seid. Drückt die Taste T und danach wird da quasi ein Patrouillenflieger hingesetzt. Der Patrouillenflieger, ja, der bekämpft alles mögliche an Fluggerät, was sich in seinem Sektor, grün auf der Karte dargestellt, befindet. Und ihr seht dann auch das Flugzeug da eingeblendet und gibt sozusagen Luftabwehr gegen alle Schiffe, die da mit drin sind. Und ich kann euch sagen, die sind schon recht effektiv, diese Jäger.
Wenn ihr da mit einem Torpedobombergeschwader reinfahrt, dann greifen die euch auch an und strafen euch auch richtig. Einen hinten rein sozusagen. Und ja, dann ja, ist das wirklich eine schwierige Geschichte. Außerdem sollte man beachten, dass diese Jäger nicht sofort verfügbar sind, sondern ihr drückt da hin und sagt, ich möchte jetzt hier meinen Jäger haben. Und dann dauert es einen Moment, bis die Jäger auch an diesem Punkt sind. Und ja, ihr dann ein Stück weit vorausahnen müsst, ob der Gegner denn dahin fliegt oder ob ihr diesen Bereich da schützen wollt. So, was man noch sagen kann, ist, dass es eine Minimum-Aktivitätszeit gibt. Also es gibt eine Aktivitätszeit von dieser Staffel Patrouillenflieger. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Patrouillenflieger da 3 Minuten patrouillieren und alles abschießen, was die ganze Zeit da ist. Sondern es ist aktuell so. Jäger können immer nur genauso viele Flugzeuge abschießen, wie sie selber in der Staffel haben. Also habt ihr eine Jägerstaffel mit 6 Flugzeugen, könnt ihr auch maximal 6 Flugzeuge runterholen. Ja? Mehr ist dann einfach nicht möglich, weil ihr dann wieder aufladen fliegen müsst sozusagen. So ist die Mechanik von Wargaming aktuell implementiert. Das ist natürlich für euren Gegner CV genauso wie für euch selbst. Also überlegt euch gut, wann ihr die Jäger eben platziert. Auch Jäger kämpfen direkt gegeneinander. Ja, wenn sich jetzt hier der gegnerische Jäger, der gegnerische Träger auch so ein Feld hinsetzen würde, würden die Jäger direkt gegeneinander kämpfen können und dann sich gegenseitig wegballern, und das hat eigentlich nicht viel genützt, außer ja, dass ihr ein paar Flugzeuge abgeschossen habt, aber das war es eigentlich schon. So, was ist noch verändert? Nämlich ganz einfach, das defensive Flakfeuer, wie gesagt, das hat sich auch nochmal leicht verändert, dazu will ich gleich noch was zu sagen, aber halt auch die Jäger, ne? Wenn euch Jäger angreifen und ihr selber auch mit Torpedobombern zum Beispiel in Angriff auf Schlachtschiffen seid, dann werden die Jäger eure Genauigkeit des Torpedoabwurfs nicht mehr beeinflussen. In der Vergangenheit war es immer so, dass wenn ihr während eines Torpedoangriffs angegriffen wurdet, dass das dann quasi zum Verwackeln und zur Nervosität der Piloten führte und ihr dann so ein bisschen einen Random Drop bei den Torpedos bekommen habt und die einfach nicht mehr so genau waren. Und das wird sich halt jetzt ändern. Das ist jetzt quasi durch Menschenhand geführt, nämlich durch euch selbst. So, wann werden denn diese Jäger jetzt hier wie aktiv? Hier kann man nochmal diese Werte sehen. Nachfolgend genannte Werte werden zur Veröffentlichung von Patch 808, also 080 so rum, vorhanden sein. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, und auch das alles, was ich euch schon erzählt habe, so wird diese Sache wohl erstmal auf den Live-Server kommen. Heißt aber nicht, dass es unbegrenzt so bleibt. Wichtig ist, dass möglichst viele Leute Feedback auch an Wargaming geben, wenn sie spielen. Und dann kann das auch entsprechend angepasst werden. Der Flugzeugträger startet 4 Jäger für 10 Minuten in dem Moment, wo er das erste Mal entdeckt wird. Und diese Jäger sind 10 Minuten in der Luft. So lange natürlich, bis sie halt angegriffen werden, beziehungsweise jemanden angegriffen haben. Denn ihr wisst ja, Jäger können nur noch diese Anzahl von Flugzeugen abschießen, die sie selber in der Staffel haben. Das heißt, 4 Jäger können maximal 4 Flugzeuge abschießen und dann sind sie durch mit dem Thema. Die Nachladezeit für Verbrauchsmaterial beträgt eben 40 Sekunden. Das heißt, ist der Jäger dann gestartet und alle Jäger sind verbraucht, dann dauert es 40 Sekunden, bis der Träger wieder eine Staffel starten kann. Denn das tut er automatisch, da müsst ihr selber nichts zu beitragen. Er wird auch in Zukunft selber löschen und selber Verteidigungsmaßnahmen ergreifen. Das ist eine Automatik, die da eingerichtet ist. Das wird in Zukunft so sein, dass ihr da kaum oder keinen Einfluss drauf habt. Dafür gibt es dann aber so viele Sachen, dass ihr nur noch 5 Sekunden lang brennen könnt oder dass nur noch 20 Sekunden lang Wassereinbruch haben könnt, zum Beispiel. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, waren da 20 Sekunden. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr kurz. Vielleicht kommen wir damit drauf noch im Laufe der nächsten Videos hier nochmal drauf ein. So, die Motorkühlung ist dann unser nächstes Thema. Ich hatte ja schon gesagt, dass alle trägergeschützten Flugzeuge das Verbrauchsmaterial Motorkühlung haben und es eben brauchen, um Geschwindigkeit schnell zu erhöhen oder deutlich zu verlangsamen. Und das sollte man im Hinterkopf behalten, denn ab und zu sollte man dieses Verbrauchsmaterial dann einfach mal einsetzen. Das nächste
ist die Reparaturmannschaft. Diese Reparaturmannschaft wird in Zukunft auf Torpedobombern verfügbar sein, und zwar für alle Flugzeuge ab der Flugzeugträgerstufe 8. Ja, da könnt ihr dann einen bestimmten Prozentsatz an Trefferpunkten für eure Torpedobomberstaffel wiederherstellen und das verschafft euch ein bisschen mehr Überlebensfähigkeit bei Angriffen auch gegen stärker bewaffnete Schiffe. Und dann gibt es das defensive Flakfeuer. Das ist ein Ausrüstungsteil, der hat sich schon verändert, auch wenn sie Wargaming irgendwie hier nicht so richtig zugeben möchte. Die Effektivität wird halt immer noch verbessert, aber die Genauigkeit der Torpedoabwürfe wird sich nicht mehr verändern. In der Vergangenheit war es immer so, dass dann die Torpedos halt eben sehr weit gestreut abgeworfen wurden, teilweise man besser dodgen konnte. Das wird sich aber nicht mehr verändern. Nächster Punkt ist die Steuerung der Flugzeugträger. Die Steuerung der Flugzeugträger ist nur noch dann möglich, also gibt nur noch in zwei Möglichkeiten. Entweder ihr startet keine Flugzeuge und steuert euren Flugzeugträger dann so wie euer Schlachtschiff mit WASD und da könnt ihr dann halt eben Gas geben, links und rechts lenken und so eine Sachen. Das heißt, ihr steuert das Ding komplett manuell oder ihr steuert es eben über die Karte und lasst den Autopilot machen. Dazu wurde der Autopilot verbessert, nämlich er kann jetzt auch teilweise rückwärts fahren. Wenn ein Wegpunkt direkt hinter den Träger gesetzt wird, dann kann er auch rückwärts fahren. Und er hat allgemein ein bisschen bessere Präzision im Steuern, ist aber immer noch nicht das hellste Ei im Nest sozusagen. Also ein paar Sachen, da müsst ihr noch drauf aufpassen. Nichtsdestotrotz, ihr könnt halt auch während ihr mit Flugzeugen unterwegs seid, auf der Minimap schnell neue Befehle für euren Flugzeugträger austeilen. Müsst aber halt trotzdem ein bisschen vorausschauend fahren, weil er schnell mal mit einer Insel kollidiert oder da stehen bleibt oder da hängen bleibt oder solche Sachen. Also wählt einen großen Weg und dann ist das auf jeden Fall soweit noch möglich, dass man den Träger indirekt steuern kann. Und hier haben wir das, was ich eben schon sagte. Die neuen Träger haben 5 Sekunden, um den Brand zu bekämpfen, und die Beseitigung von Wassereinbrüchen dauert 20 Sekunden. Die Reparatur des Motors und des Steuergetriebes dauert nur noch 10 Sekunden. Das heißt, ihr nehmt nicht mehr so viel Schaden. Und das Entscheidende ist, der Schadensbegrenzungsteam, wenn ihr denn einmal brennt, wird sofort ausgelöst, sobald ihr einmal brennt oder einmal Flutung habt oder solche Sachen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, das Schadensbegrenzungsteam ist dann für 60 Sekunden aktiv. Das heißt, in der Zeit könnt ihr weder erneut brennen noch erneut fluten oder noch irgendwelche anderen Sachen mit Motor- oder Getriebeschaden erleiden. So, und das ist das erste Video, was ich hier jetzt fertig für euch habe. 32 Minuten habe ich dann doch geschnackt. Ich hoffe, ja, dass diese Informationen, die ich euch jetzt hier rübergebracht habe, die ganze Sache einfach nochmal ein bisschen verdeutlichen. Ihr könnt das alles nochmal nachlesen auf dem Artikel, den ich hier mit euch gemeinsam durchgegangen bin. Ich habe euch in der Seite noch das Gameplay so ein bisschen eingeblendet. Ich hoffe, dass das vielleicht nochmal für den einen oder anderen eine Hilfe ist, zusätzlich zu den ganzen Erklärungen hier. Wie gesagt, das war jetzt Video Teil 1. Es werden sicherlich weitere Videos zu diesem Typ zum neuen Typ hier in World of Warships, das Fliegen mit Flugzeugen, wird das nächste Video dann auch demnächst hier bei uns auf dem Kanal geben. Ich hoffe, ihr hattet ein paar informative Minuten hier bei uns und wir sehen uns dann im nächsten Video bzw. im nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Ich danke euch für eure Zeit. Bis dahin, euer Seekraus-Team, euer Marara. Ciao, ciao. Seekrauts.